Und ein fröhliches Willkommen hier zurück bei Blade and Soul. Ja, in der letzten Folge hatten wir mehrere Aufgaben bekommen, haben noch unser Trainingsfest mit Bruder Heyong ganz oben im Norden. Gehen wir zur Karte. Hier oben ist die Trainingsquests. Hier haben wir anscheinend Bären und irgendwelche Überläufer zu erledigen. Wir müssen noch ein Kleid suchen. Und, ach Gott, ich weiß nicht was. Ist eine ganze Menge. Ich würde sagen, ich fange mal an, indem wir zu den Kreisen laufen. Halt, erstmal wieder etwas raus tun, damit wir einen Überblick haben. Wir sollen die Bären erstmal erlegen, oder? Die Bären sollen wir erlegen. Hallo, mein Großer. Das ist aber ganz schön, was man da zuschlagen muss bei dem Eumel. Oh, das lohnt sich, das lohnt sich. Hallo Wildbär. Wo ist er denn da? So. Klack, klack hat's gemacht. Heißt das so viel wie ich bin schon fertig? Stück für Stück räumen wir hier mal ein bisschen auf. So, das ist doch 1 fix 3, räumen wir hier auf, diese Bereiche. Was haben wir denn hier an Quests? Moment, nee, nicht da oben. Sprecht mit Piraten und Diebe. Achso, wir sollen noch den Befehl der Schildwache von einer Schildwache der Zwillichtstadt besorgen. Hier haben wir unseren Trainingssache. Hier unten haben wir den gestohlenen Proviant zurück. Und die Rekruten. Ah. Gut. Die Bären haben wir anscheinend schon demzufolge erledigt. Wie gehen wir hier rein? Da oben haben wir noch eine Zwielichtnatter. So. Haben wir da was? Nein. So, mein Freund. Hallo. Du hast auch nichts an Bord. Aber da hinten leuchtet was. Eventuell kommt. Ah, das könnte der Proviant sein. Ah, wir haben ein Stück des Proviantes. Und einmal rundherum. Wie? Was Nudel ist? Auf wem hast du abgehauen? Ich hau mal jetzt auf den Nudel. Auf wem haut der ab? Und hier ist ja nicht so ein grüner Schrein. Wer war das? Ich habe so das Gefühl, wir werden ihn noch ein, zweimal. Oder war das etwa gewesen, so ein Rekrut, der sich jetzt umentschieden hat? Es kann sein. Man will es nicht ausschließen. Oh, ich sehe gar nichts. Aha, der bleibt stehen. Ah, das ist so ein Rekrut. Okay. Oh, wie sehe ich hier gar nichts mehr? Ach da. Gut. Okay. Genug, ich verlasse die Zwielichtnattern.
Gut, die Aufgabe haben wir schon mal. Aber ich habe hier einen Mitstreiter, Mitstreiterin, die mir die ganzen Vorräte hier klaut. Mann! Brauche ich irgendwas, wo Vorräte sind? Ach, da, da ist was. Da habe ich ein paar Säcke. Ich brauche noch ein paar Säcke. Könnte ich wieder zurückgehen, aber ich brauche erstmal, wie gesagt, meine Proviante. Ah, hier haben wir wieder ist aber kein Proviant mehr, wa? Na, guck mal hier. Einmal ein bisschen Windeschnetzel hier und dann sieht die Sache doch schon besser aus. So. So haben wir mal ein bisschen rumgeschnitzelt. Schnetzelt. Leider haben wir hier nirgendwo Proviant. Was die Sache nicht gerade einfach macht. Soll auch in diesen blauen Bereich gehen. Okay, dann gehen wir mal einmal hier hinten rum. Ah, da hinten haben wir noch ein Säckchen. Ein paar Säckchen. Dankeschön. Ich bedanke mich, wie auch immer du bist. So hat mir ein netter Kollege oder Kollegin geholfen. So, das heißt, wir haben... Da müssen wir hin, da müssen wir hin. Gut. Somit haben wir jetzt hier meist schon erledigt. Jetzt müssen wir erstmal nach da. Das ist halt alles erledigt, also wir hatten ja, dass wir zumindest, oha, Eisenochse. Ich habe das Gefühl, wir können gleich wieder gegen einen Eisenochsen irgendwie antreten. Wie sind wir hier wieder bei? Ich habe gehört, dass einige ehemalige Zwiechnatter sich nach Hause gemacht haben. Ihr hattet offensichtlich Erfolg. Jeder verdient eine zweite Chance. Danke, dass ihr unseren Proviant zurückgeholt habt. Jetzt kommt er denen zugute, die Hilfe nötig haben und nicht gierigen Vielfraßen wie Bürgermeister Daigu. Oh, ups, vielleicht sollte ich den Bürgermeister nicht vor fremden bloßstellen. Ja, das ist nur ein Gerücht, aber Bürgermeister Daigu soll angeblich Vorräte, die für das Dorf bestimmt waren, unterschlagen haben. Aber das habt ihr nicht von mir gehört. Okay. Ach. Ach, das war ich nicht. Das war die Dame, die mir gefallen... oder der Herr? Keine Ahnung. Ein Spielmitglied. Ihr habt die Bären beseitigt, wirklich? Ehrlich. Oh Freude, nun können wir die Toten wieder ungestört begraben. Das ist bärig. Immer diese Wortspiele. Gut, er macht gerade eine Waffenheile. Ich brauche nicht. Ich habe noch... Naja, okay. Ein bisschen was kann ich machen. 2. 63 von 65. Was auch immer. Gut. Jetzt bin ich jetzt hier fertig. Muss sozusagen... Ach, muss jetzt nach ganz oben. Da sind jetzt die nächsten Aktionen. Dann wollen wir mal. Haben wir ein bisschen fliegen. Ist da aber was Schönes. La 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 la. We flying high. Und dann ist halt schwer Bing gemacht. Du schießt doch nicht. Hilft auch keinem Bombing. Fangen die an zu schießen. Ist ja unglaublich. Ach, da hinten ist schon wieder so ein schöner Kreis. Na komm her. Batz.
Die Sache mit der rechten Maustaste diesmal hervorragend. Ah, Fatih Pool. Ich hatte ihn auch schon mal gehabt. Gut, das heißt, wir müssen hier reingehen wieder in die Festung und uns dem stellen, was dahinter ist. Okay, werden wir machen. Aber in der nächsten Folge, weil es wird wahrscheinlich wieder ein Bereich sein, wo ich nicht rauskomme. Mir fehlt gerade das Wort. Wortfindungsstörung nennt man das, glaube ich. Und werden in der nächsten Folge da durchgehen und hoffentlich die ganze Quest mit zum Schluss wahrscheinlich dem Training mit Bruder Jung bestreiten. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken und bis nächstes Mal. Tschüssi!